So, ich fahre heute auf den Schießplatz. Bisschen üben. Das Gefühl wieder für meine Waffen kriegen. Was nehme ich da mit? Was nehme ich noch mit? Mein H&R 1871 Handy Rifle in Kaliber 30,06. Mein sogenanntes Low Budget Gewehr, eine Kipplaufbüchse 30,06. Schauen wir mal. Ein mittleres Kaliber. Da kann man auch mal Schwein damit schießen. Haben wir jetzt zum Beispiel hier. So ein mittleres Ding. Hier habe ich mal eine. Auch wieder Jagdmunition. Zum Vergleich, hier ist mal 7,62 mal 39, das ist so ein Kalaschnikow-Magazin. Und dann haben wir hier nochmal einen ganz dicken Eschi. Und zwar ist das dann hier mit der Reinhard Winchester Magnum. Das ist eigentlich so mein Lieblingskaliber, aber den 30,06 ist auch ganz in Ordnung. Da sieht man es. Ja. Mit diesen RWS-Patronen habe ich jetzt praktisch das Gewehr eingeschossen oder will es einschießen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Bin ich schon gespannt. So, jetzt habe ich sie eingeschossen. Hier sieht man die drei, ein bisschen hochlastig. 100 Meter. Hier sieht man so die Treffergruppe am Anfang. Also wie gesagt, ich muss sagen, super, einwandfrei. Alles richtig gemacht. So, jetzt kommt mein Endergebnis. Ich war heute am Schießstand. Das Ding ist super. Also für das Geld kann man echt nichts sagen. Ja, die Bilder gesehen, also der Streukreis. 5-6 cm auf 100 Meter, ich habe es jetzt auf. Also ich kann nur sagen, für das Geld eine super Gewehr. Es ist zwar primitiv und hässlich, aber das Ding trifft. Streukreis von 5-6 cm ist okay, wobei ich, wie gesagt, mit dem Gewehr noch kein Gefühl habe. Im Hintergrund hört man meinen Hund, der gerade einen halben Wald abbeißt. Der kaut an seinem Rehknochen rum. Also wie gesagt, Test bestanden, vom Preis-Leistungs-Verhältnis gesehen her bedenklich, was man oft sieht bei manch anderen Firmen, was die verlangen. Schönes Gewehr. Ich werde es jetzt öfter mitnehmen.
Kann ich nur eins sagen, Daumen hoch. So, das ist jetzt die Internetseite, wo ich es bestellt habe. abends24.com. Hat alles super geklappt, super schnell, einwandfrei. Kann ich also, wie gesagt, nur empfehlen, die Firma. Also danke nochmal an den Wildness Outfitter bzw. Dave Canterbury, der mich auf dieses Ding gebracht hat. Und an abends24.com, die praktisch diese Waffe zur Verfügung stellen, schön, dass jemand auch noch für 260 Euro eine Aufmerksamkeit schenkt. Macht's es gut. Bis dann, euer Waldläufer.